This is for my dog. 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 Es ist soweit, es gibt eine neue Folge zum BMW F11, unser billigster Deutschlands Dieselprojekt. Wir machen an ihm heute weiter. Heute bekommt er endlich sein M-Paket, zumindest eine M-Stoßstange. Und am Ende können wir uns darüber unterhalten, ob es eine Verbesserung ist, ob die Optik so besser gefällt und wie es denn mit ihm weitergeht. Viel Spaß, jetzt das kurze Intro und danach sehen wir uns, wie wir schon alles auseinanderbauen. Yeah. Wenn ihr unsere Videos mögt, dann, ihr wisst ja, liken, kommentieren, liken, teilen, abonnieren und bla bla. Hinter der Kamera ist heute kein geringerer als Zdzisiek. Damian ist wieder am Start und ich werde mal wieder klugscheißern, ein bisschen Kamera machen und ein bisschen hier Fails provozieren. So, also das ist die normale Stoßstange, halt nicht im Paket. Ist jetzt nicht die Hässlichkeit, aber es ist schon eine sehr biedere Stoßstange. Wir haben eine vom M-Paket, die ist natürlich deutlich sportlicher. Wir haben schon den M5 Look Grill. Ja? Da gibt es auch einen guten Trick, wie man den auseinanderbaut. Und zwar so. Das heißt, falls ihr mal gerade kein Geld zur Hand habt, bitte klaut sie nicht von irgendwelchen Nachbarn. Ja? Denn dabei brechen alle Clips ab. Nein, nein, ist alles ganz. Das wird wirklich so gemacht. Aber du siehst schon, dass es nass ist und du gerade auf Papier gelegt hast. Das ist ja eh zum Wegschmeißen, das Papier, Marek. Ja, und jetzt meine Frage an euch BMW-Fachleute oder Leute, die sich vielleicht damit auskennen. Hier diese Streben, zeig mal die mal ganz kurz. Da die hier, sehe ich bei ganz... Warte, da muss ich so hochfahren. Ja, so, hier, ja. Die hier. Die sehe ich bei ganz vielen BMWs, haben die so in Neongelb und Rot und weiß ich was alles. Die silberne meinst du? Ja, ja, genau. Ist es irgend so ein Zeichen für irgendwelche Haie oder Raketenautos oder so? Also an die BMW-Fachleute, weil das habe ich noch nicht ganz verstanden. Damian, als ehemaliger Fachmitarbeiter von BMW, kennst du das? Nee. Okay. Was sagst du zum... Guck mal, wie der Kühler schon ist, ja? Also. Mann. Ich werde nicht mehr sagen. Okay. Hat es Dzisiek gemacht? Ja, ich glaube auch, dass es Dzisiek war. Aua. Und du hast auch schon eine Sache gefunden gehabt, die man umbauen muss, ne? Na, was heißt, warte, die man mal umbauen muss? Ja. Die halt auch, finde ich, unfair von den Herstellern, die diese Zubehördinger verkaufen, ja, gar nicht gesagt bekommt, ne? Na, vor allem, weil ich extra noch zusätzlich dieses Paket, na, Montierpaket bestellt, genau, habe, ne? Na, sagen wir es mal so, das muss ja sowieso... Nur das Montierpaket, das angeblich, ja, passt nicht an das Non-M-Paket Unterfahrschutz. Okay. Also entweder bestellen wir das als M-Paket Unterfahrschutz, ja, oder wir machen hier einfach kleine Löcher und machen diese Klemmen, ja, rein. Okay, hast recht, machen wir so. Also weil, dann haben wir noch entdeckt, dass unser Fußgängerschutz, der uns ständig auslöst, gar nicht dran ist. Ja. So, und ich zeige euch noch einen Manko, den ich mit Damian gefunden habe. Und zwar diese Scheibenwaschanlage ist richtig für den Arsch, die in den Nachbaudingern ist. Und zwar, die geht zwar alleine schon beim Hochmachen, guck mal, hört mal. Warte, ich mache ein bisschen heller. So, das funktioniert schon gar nicht richtig. Im Original ist so, pack, ist draußen und es geht sofort von alleine zu. Jetzt hier, guck mal. Also das ist wirklich mega kacke. Da werden wir auch gucken, wie wir das Ganze umbauen und verbessern. Und jetzt kommt's. Und bei dem einen Deckel von der Nachbaustoßstange ist schon ein Halter abgebrochen. Ja? Dann gibt es auch noch nicht für den Fußgängerschutzsensor, der bei uns gar nicht dran war, gibt es auch keine Halterung. Also schon ein bisschen Nachteile. Ja? Und so billig sind diese Nachbaudinger gar nicht. Also es ist definitiv das letzte Mal, dass wir sowas mit Nachbausachen machen. Lieber ein bisschen mehr ausgeben und Dings hier. Haben wir ja gelernt. Ist okay. Mit besten Grüßen. Ja, kurzer Einschnitt. Wir verpacken gerade die Sachen für die Live-Show. Die müssen heute nämlich noch zur Post. Und da haben Leute Sachen ersteigert. Hier, der Jakko hat das Race 1000 Package ersteigert. Aufkleber haben wir reingemacht. Poster haben wir reingemacht. Das war's, ne? Ja. Ja, vielen Dank an alle, die bei der Live-Show immer dabei sind.
Es macht auch mega Spaß, Leute. Nächsten Mittwoch wieder soweit. Guck mal hier. Yunus, Das Cloud Chaser, Jeffo, Shevgeni. Und hier Jakob noch. Achso, das hast du ja umgepackt. Das ist ja schon im Karton. Es ist richtig gut, dass ich viel bei Amazon bestelle, deswegen hat man immer Kartons. Ne? Ingenieur Zdzisiek, Sie haben ein kurzer Zwischencut. Sie haben gerade sehr schön die Passgenauigkeit der Schussstange gelobt. Ja, super. Kannst du bitte... Man merkt gleich, das wurde direkt von... wie heißt denn der Adam Opel von BMW? Weiß das einer? Nee, ist ja egal. Von den Machern von BMW direkt konzipiert und auch ja, produziert. Auf dem Hinterhof. Genau. Das ist unglaublich, wie... Ja, aber das ist halt so, das kennen wir von E36, kaufst ja. Du nicht original? Hast du Arschkarte, musst du musst du die Seitenleisten kleben mit Beton. Ja, Betonkleber. Aber ich muss dir eins sagen, alleine schon wie es jetzt aussieht, das sieht sehr, sehr stark aus. Alle fallen im Stück rein, tschüss. Da wir ja die Stoßstange gerade festbekommen haben, ausgerichtet bekommen haben, obwohl die Passgenauigkeit hervorragend ist. Also ein Sahnestück an Technik, ja, die Dinger funktionieren immer noch nicht richtig, haben wir gemerkt, dass wir jetzt wegen der Blende hier nochmal alles runternehmen müssen, nochmal neu ausrichten müssen, was jetzt sich wieder um die ganze Zeit schieben wird. Aber was soll man sagen, so ist es nun mal, das ist der Lifestyle. Du willst Dings hier, übrigens habe ich erzählt, dass wir morgen nach Polen fahren in dem Video schon? Nee. Morgen fahre ich Dings hier. Ich habe was vor in Polen. Und ich nehme euch alle mit. Aber kommt das Video heute? Das? Nein. Ist ja egal, dann können die Leute das gucken. Also es kommt dann nächste Woche und dann daraufhin kommt dann der Vlog aus Polen. Wir fahren nämlich nach Polska, machen eine kleine Rundreise. Denn ich habe was ganz Bestimmtes vor und wir nutzen das auch, weil in dem Video am Ende wird es einen Carbon geben, den wir aber in Polen drehen. Nein. Ja. Okay. Richtig gut, oder? Ja, auf jeden Fall, alle sind jetzt glücklich und happy. Es ist spät, es ist draußen schon dunkel. Ich muss heute noch arbeiten übrigens. Bis in die Nacht. Das heißt, morgen früh kann sein, dass einer von euch fährt, weil ich wahrscheinlich mega tot bin. Das ist nicht schlimm. Auto fährt ja wie von alleine, ist von BMW. Ja, Stoßstange ab nochmal. Wir müssen jetzt diese scheiß Blende reinmachen. Das ist ein bisschen ärgerlich. Oh, schon gut war. So, wegen diesem Dings hier, wa? Wegen dem Gitter, Alter. Ganze Theater. Fazit! So Leute, Fazit der ganzen Geschichte, benutzt Originalteile. Der Umbau war schwieriger als ich gedacht habe, nichts von wegen Plug and Play. Gibt es ein bisschen mehr Geld aus und holt euch eine originale Stoßstange, denn passt auf, dann passiert sowas nicht. Also wir haben schon eine Kappe verloren, ja, bei dieser Scheinwerferreinigungsanlage. Die andere ist noch dran, ne? Aber sobald ich die betätige, muss ich es von Hand zurückdrücken. Also so richtig perfekt ist es nicht, da müssen wir nochmal nacharbeiten. Ansonsten vom Weiten aussehen tut es richtig gut, aber wie gesagt, original ist einfacher zu verbauen und passt besser. Was sagst du? Richtig. Hast du gut gesagt. Ja Leute, das Video ist nun mal zu Ende. Ich sag euch, was diese Woche noch auf euch zukommt. E34 Turbo, wir starten ihn endlich mit dem neuen Turbolader und mit dem Zdzisiek Performance Auspuff. Das wird riesig. Und am nächsten Sonntag ist es soweit, das nächste Tuning Talk kommt mit den Aulitzki Brothers. Ich bin der Dominik Aulitzki, also ein Klaus, sein Bruder. Sehr, sehr gut, Prädikat hochwertig, bis zum geht nicht mehr. Und falls du uns zum ersten Mal gesehen hast oder uns noch nicht abonniert und die Glocke aktiviert hast, dann tust du das jetzt. Denn immer, wenn ein neues Video von Race City kommt,
bekommst du eine Nachricht. Vielen Dank euch, eine sehr erfolgreiche Woche. Wir haben es Montag. Hier könnt ihr euch nochmal angucken, was es so noch von uns gibt und was euch YouTube so vorschlägt. Danke, ich bin jetzt raus. Ciao. Ey, ohne Scheiß. Und da ist die Drohne einfach in den Baum geflogen und runtergefallen. Musste das sein?